Modell, bla bla, Normandy, Destiny Ascension, Sovereign. Bruder, wir shoppen rein, hör mal. Wir kaufen einfach alles. Ist mir egal. Wir haben genug Credits gerade. Danke! Codex Sovereign. Alles machen wir alles später. Willst du irgendwelche Fische kaufen oder vielleicht ein Modellschiff? Wie soll mich ein Modellschiff an die Citadel erinnern? Es ist dekorativ und du magst doch Schiffe. Ich bin Ingenieur, Schatz. Ich sehe den ganzen Tag nichts anderes als Schiffe. Schon süß. Ich habe gehört, dass die Seen oben auf dem Präsidium voller Fische sind. Nein, sind sie nicht. Warst du schon mal da oben? Nein, Seesicherheit lässt mich nicht. Ich bin ein Risikohase. Wir halten jeden Kroganer für gefährlich. Verdammte Turianer. Wir sollten sie alle umlegen. Okay. Irgendwas übersehen? Hier. Das war die C-Sicherheit, ne? Genau. Hier waren wir noch nicht. Ich habe gehört, hier soll es die besten Lebensmittel im ganzen Sakira-Bezirk geben. Falsch gehört. Hier gibt es die besten Lebensmittel auf der ganzen Citadel. Ja, krass. Dann bin ich dabei. Wir brauchen nämlich S-klassige Vorräte, verschiedene Kochzutaten von hoher Qualität, mit denen an Bord von Raumschiffen Dinners für diplomatische Gäste zubereitet werden. Machen wir. Zack. So, Roman Ascension. Der beliebte militärhistorische Roman Ascension wurde von dem Menschenautor Drew Karpyshyn beschäftigt sich mit mehreren Personen, deren Leben durch die Machenschaften des Cerberus-Kultes für das Überleben der Menschheit aus der Bahn geworfen oder gar zerstört wird. Kaufen. Ja. Roman Enthüllungen. Enthüllungen ist ein beliebter militärhistorischer Roman des Menschenautors Drew Karpyshyn, schon wieder, der die menschlichen Konflikte und die politische Expansion nach der Entdeckung des proteanischen Massenportals auf Pluto im Jahr 2148 sowie den Beginn der Erforschung der Galaxie durch die Menschen zum Inhalt hat. Kaufen. Das kostet ja nur 5 Credits. Kaufen wir alles. Da bin ich dabei. Zutaten abliefern. Jawohl, wir haben das für unseren Koch, Hausmeister, alles, was er ist. Galaktische Nachrichten zuhören schon wieder. Wo denn das? Ach, da wieder. Ich möchte mich erstmal hier ein bisschen Werbung lauschen. Shepard, haben Sie vor, Ihre Ausbildung fortzusetzen? Es ist eine Sache, wenn man weiß, wie eine Schusswaffe abgefeuert wird. Aber sind Sie ausbildungstechnisch darauf vorbereitet, heutige Hightech-Netzwerk-Infrastrukturen anzulegen und zu betreuen? Das Technische Institut Henley kann Ihnen dabei helfen. Die über unsere Extranet-Site verfügbaren Kurse bringen Sie auf den Weg zum Erfolg. Aha. Okay. Shepard, Ihre letzte Arbeitsstelle liegt 2 Jahre zurück. Ist es nicht an der Zeit, daran etwas zu ändern? Auf Allianzbürger wie Sie warten auf den Außenweltkolonien aufregende Möglichkeiten. Für die Anlage der Exogeny Corporation auf Heros werden Kolonisten dritter Stufe gesucht. Besuchen Sie noch heute Ihre zuständige Kolonieverwaltungsstelle und verpflichten Sie sich. Labern die mich dicht, ey, wollen die mich alle für sich haben? Gut, wir schauen erstmal. Hier ist nichts mehr. Nochmal galaktische Nachrichten. Einem neuen Bericht zufolge hat das Allianzmilitär derzeit Schwierigkeiten, die eigenen Anwerbungsquoten zu erfüllen. Hatten wir schon mal. Die anfängliche Flut an patriotischen Freiwilligen. Jetzt wiederholt es sich. Ist inzwischen ins Gegenteil umgeschlagen, weil große Teile der Bevölkerung Zweifel daran bekommen haben, dass die Allianz gegen die Geldtechnologie bestehen kann. Das sieht ja auf jeden Fall viel cooler aus als letztes Mal. Hier irgendwas? Ich weiß nicht, was das hier ist. Was gebraucht Schiffhändler? Grüße, Erdenclan. Hier stehen viele ausgezeichnete Schiffe zum Verkauf. Mit nur minimalen Gebrauchsspuren. Okay. Bei unserem Angebot zum Vereinigungstag bekommen Sie bis zu 2000 Credits zurück. Ein Schnäppchen. Mhm. Wie wäre es mit einem turianischen Sportshuttle der Marke Esquirin? Unvergleichliche Beschleunigung. Konkurrenzlose Manövrierbarkeit. Mhm. Und wie alle Shuttles der Turianer für eine leichte Massenbeschleunigungskanone vorbereitet.
ideal für dichten Verkehr. Okay. Ich biete für meine erstklassigen gebrauchten Schiffe Leasingverträge ohne Anzahlung an. Ah, ich weiß schon. Vielleicht einen unserer leichten Schlepper. Ich habe mehrere modulare Frachter der Kaulun-Klasse vorrätig. Die sind sehr variabel. Ich glaube, er will uns echt was verkaufen. Ich verpiesel mich mal. Komm. Hiroshimas! Was hat er gesagt? Schon mal Ramen probiert? Auf der Erde sind sie eine Delikatesse. Ja, mache ich selber zwischendurch. Ist voll lecker. Was darf ich Ihnen bringen? Ramen. Man kriegt hier draußen kein frisches Fleisch. Aber Sie werden auf der ganzen Station keinen besseren getrockneten Seetang finden. Wie wär's mit Ramen? Wir haben 6 Biersorten vom Fass. Ich will aber nur Ramen mit Grant reden. Und sowas geht hier als Nahrung durch? Mein Geschmack tendiert ja eher in Richtung essbar. Sieht aus wie Würmer. Tote Würmer. Und Menschen mögen das? Igitt, ich verzichte. Ich esse ja fast alles, aber die Betonung liegt auf fast. Die Karaoke-Maschine haben wir abgebaut. Niemand will einen betrunkenen Elkor singen hören. Echt? Hiroshimas! Hiroshimas, was soll das heißen? Meinte nicht eigentlich Itadakimas? Schon mal Ramen probiert? Weil, sind sie das heißt guten Appetit auf, auf Japanisch, aber Hiroshimas habe ich noch nicht gehört. Okay, was ist das? Marab und Saronis Applications. Okay, Marab, hallo. Willkommen bei Saronis Applications. Interessieren Sie sich... Oh, Shepard! Kennen wir uns? Nein, aber ich kenne Sie. Selbst ein seniler Hanna erinnert sich an den Menschen, der die Geth zurückgeschlagen hat. Ich dachte, Sie wären tot. Ja, das kriege ich oft zu hören. Bitte, sehen Sie sich nur um. Es ist eine Freude, Sie bei uns zu haben. Empfehlung gefällig? Wissen Sie, ich benutze bei meiner Arbeit ganz schön viel Software. Es ist eine Schande, dass kaum jemand Ahnung von seinem eigenen Equipment hat, sobald es über das eindeutige Draufklicken und Hinfliegen im Navigationsinterface hinausgeht. Sie würden nicht glauben, wie oft ich höre, warum wendet das Schiff? Wir haben doch erst die Hälfte des Weges hinter uns. Oh doch, das glaube ich. Wissen Sie, ich mag Ihre Produkte. Interessiert an einer Empfehlung durch den Menschen, der Saren besiegt hat? Ich wäre entzückt, aber ich könnte es mir vermutlich nicht leisten, Sie dafür zu bezahlen. Nur keine Sorge, wir könnten doch einfach einen Preisnachlass vereinbaren. Aha. Unbedingt, sprechen Sie einfach in meine Konsole hier. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Das ist großartig, ich werde es sofort bearbeiten und verwenden. Vielen Dank. Ist vielleicht nicht so cool, wenn ich das bei allen mache. Wenn das alles mein Lieblingsgeschäft ist, ist doch scheiße, oder? Ah, meine Lieblingskundin. Was darf's denn sein? Ich möchte etwas kaufen. Ja, heutzutage läuft alles automatisch. Da drüben steht ein Katalog-Interface. Okay. Was tun Sie dann hier? Wenn alles automatisch läuft, was machen Sie dann hier? Kundenservice. Den Laden fegen. Technologischen Analphabeten alles haarklein erklären. Schon erstaunlich, wie viele Leute glauben, dass Licht durch teure Glasfaserkabel schneller ist als durch billige. Krass. Danke für Ihre Zeit. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Das ist so wie das WLAN-Kabel. So, Tech-Schaden. Oh, das ist teuer. Universalwerkzeug-Upgrade, Schild-Upgrade, Archon-Visier. Das Archon-Visier gleicht mittels eines Effizienzalgorithmus die Rechenleistung für Biotikverstärker und Universalwerkzeuge aus. Benutzer können über ein hart- und stimmengesteuerte Software das Mikromanagement der Systeme steuern und so die Abklingzeit zwischen Energiespitzen reduzieren. Reduziert Nachladezeit der Kräfte, finde ich gut. Brauche ich auf jeden Fall, weil ich mich unsichtbar machen will häufiger. Das ist auch gut, aber es ist zu teuer. 75.000, ich habe wie viel? 203.000. Das ist fast die Hälfte, kann ich nicht bringen. Welches Tech-Modul sollen wir gleich nochmal kaufen? Verwirrt. Ich dachte, Sie wüssten das. Was? Nein. Ich habe nur gehört, dass Viranis gesagt hat, bringt ein Modul mit. Boah, scheiße, hier laufen, ne? Hatte es nicht irgendwas mit dem Kühlkörper des Universalgel-Modulators zu tun? Deshalb sollten wir doch zu Saranis gehen. Reden wir von einem Kühlkörpermodul? Oder von einem völlig neuen Universalgel-Modul mit besserem Kühlkörper? Höflich.
Nur weil Sie mich fragen, heißt das noch lange nicht, dass ich es plötzlich weiß. Ja, da ist was dran. Reden die noch mehr oder was ist das jetzt? Die bewegt auch gar nicht ihren Mund. Die redet irgendwie ein bisschen telepathisch. Was? Besuchen Sie Citadel Souvenirs. Okay, ja. Aber das ist halt schon scheiße, wenn ich zu allen sage, dass du mein Lieblingsladen ist. Vielleicht den Immunverstärker? Das soll gegen Alien-Bakterien helfen. Wir können für den kleinen Jake kaufen, was immer du möchtest, Rebecca. Moment. Immunverstärker können bei hoher Schwerkraft die Muskelentwicklung verzögern. Was ist, wenn ihm das schadet? Gut, dass sie nicht die Lippen bewegen. Das sind alles ganz telepathische... So, und das war hier der Souvenirladen, richtig? Oder? Nein, doch nicht. Aber sieht irgendwie ähnlich aus. Guten Tag, Bürger. Willkommen in der Verkaufsstelle der Sirta Foundation im Sakara-Bezirk. Okay. Untersuchen. Sirta Foundation? Erzählen Sie mir mehr über dieses Geschäft. Die Sirta Foundation ist eine Organisation der Menschen, die für ihre Heilmethoden in der Gentherapie und genetisch hergestellte Produkte bekannt ist. Sirtas bekanntestes Produkt ist vermutlich das selbst entwickelte Medigel. Okay, Empfehlung gefällig? Mir sind ihre Preise aufgefallen. Ganz schön happig. Bei allem Respekt, die Foundation ist an Profit nicht interessiert. Ein Teil unseres Umsatzes wandert in die Forschung zur Heilung von Erbkrankheiten. Wissen Sie, was Ihr Angebot populärer machen würde? Eine Empfehlung durch die Frau, die Saren besiegt hat. Och, ach herrje. Sie sind Shepard, nicht wahr? Ich gebe Ihnen mit Freuden meinen Angestelltenrabatt, wenn Sie das für uns tun. Dann haben wir einen Deal. Sprechen Sie einfach in meine Konsole hier. Ich mach's jetzt trotzdem, ich bin geldgeil. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Ich werde das sofort in unsere Werbekampagne einbauen. Vielen Dank. Oh, wir machen die ganze Zeit Vorbild, aber eigentlich ist das unter aller Sau. Wir sagen allen, das ist unser Lieblingsgeschäft, das ist einfach gelogen. Okay, Medigel-Kapazität erhöht um 3 Stück. Lebenserhaltungsgurt erhöht die Gesundheit, das auf jeden Fall. Das ist nicht teuer und die Medigel-Kapazität, komm, machen wir auf jeden Fall auch mal. Das nehme ich mit. Bruder, so, ab geht's. Shipping Warehouse, okay. Oh. Diese Clanlose ist eine Diebin und ich verlange ihre Verhaftung. Ich bin doch nur vorbeigegangen. Ja, okay. Tut mir leid. Ich versuche hier gerade eine Aussage aufzunehmen. Die Sache ist doch völlig klar. Sie hat meine Kreditkarte gestohlen. Verhaften Sie sie. Hab ich nicht. Nur weil ich Quarianerin bin? Seien Sie jetzt bitte ruhig und holen Sie mal tief Luft. Sie verhöhnen mich. Erdenclan, nur weil der... Ich habe mich schlecht ausgedrückt, Ma'am. Ich bitte um Entschuldigung. Ma'am? Ist der Typ eine Frau? Okay, warte. Untersuchen, was ist mit der Meinung der Quarianer? Sie behaupten, sie würden zu Unrecht beschuldigt? Ich war unterwegs zum Gebrauchtschiffhändler, als er vor der Sirta Foundation in mich reingelaufen ist. Er hat weder angehalten noch sich entschuldigt. Eine Minute später kam er mit C-Sicherheit an und hat mich beschuldigt, seine verdammte Karte gestohlen zu haben. Okay, ist die Karte vielleicht einfach rausgefallen? Sie hatten vor der Sirta Foundation einen Zusammenstoß. Könnte ihm die Karte dabei aus der Tasche gefallen sein? Möglich. Sicher. Ich weiß nur, dass ich sie nicht genommen habe. Und siehst du dir oft Schiffe an? Sind sie oft beim Gebrauchtschiffhändler? Ja, er hat viele schöne Modelle auf Lager. Ich würde gern eins kaufen und damit das zur Flotte zurückkehren, aber... Ja, das ist eine gute Idee. Ein Schiff wäre ein großartiges Geschäft zur Pilgerreise. Sie wissen, was die Pilgerreise ist? Ja, klar. Ich war mit einer Quarianerin unterwegs, die selbst Pilgerin war. Ich? Wow! Ich hätte nie gedacht, dass hier jemand so etwas für einen von uns tut. Doch, doch. Und guck mal, du hast voll die coolen Klamotten. Ich mag deine Rüstung mega. Erzähl mal die Meinung von Volus. Sie behaupten, sie hätte ihre Kreditkarte gestohlen? Sie muss es gewesen sein. Sie hat mich beim Verlassen des Geschäfts der Sirta Foundation beinahe umgerannt. Aber wie? Ist sie in sie reingelaufen? Aber du hättest auch die Karte im Geschäft vergessen können. Sind Sie sicher, dass Ihre Karte nicht noch bei der Sirta Foundation liegt?
Natürlich. So einen Fehler würde ich niemals machen. Nein, niemals. Ich habe dort nicht mal was gekauft. Die Karte war die ganze Zeit in meiner Tasche. Okay. Und die lief in dich rein. Warum muss jemand, der sie umrennt, gleich ihre Kreditkarte klauen? So arbeiten Taschendiebe nun mal. Sie rennen zur Ablenkung in dich rein und räumen dir dabei die Taschen aus. Man kann diesen clanlosen Quarianer nicht den Rücken zukehren. Diebe, allesamt. Bin ich nicht in Ordnung? Was meinst du denn, C-Sicherheit? Wissen Sie, wer die Wahrheit sagt? Mein Universalwerkzeug sagt, dass sie keine Karte bei sich hat. Aber sie könnte sie versteckt haben, um sie später wiederzuholen. Sie wissen doch, wie Quarianer sind. Und sie ist ganz eindeutig obdachlos. Ich nehme sie mit zu Bailey. Soll der entscheiden, was mit ihr geschieht? Finde ich nicht okay. Ich kümmere mich darum. Mal sehen, ob ich rausfinden kann, was passiert ist. Ma'am, das ist eine Angelegenheit der C-Sicherheit. Ist mir egal. Wir tun alles, was wir... Halt die Klappe. Alles, was wir können, um die Sache aufzuklären. Wir brauchen keine Hilfe von Zivilisten. Sieht aber ganz so aus. Sollten Sie die Karte finden, informieren Sie bitte einen Officer. Nerviges... Gehen wir. Seien Sie vorsichtig. Kreditkarte finden, Lia, weil... Okay. Gehen Sie bitte weiter. Gehen wir. Seien Sie vorsichtig. Okay, okay, also warte, wir haben hier jetzt also im Tagebuch... Verbrechen im Gange. Der Volus Cortun hat auf dem Markt seine Kreditkarte verloren. Er beschuldigt die Quarianerin Lia, weil sie gestohlen zu haben. Kreditkarte finden, Cortuns Kreditkarte finden. Jawolski. Dann haben wir noch Kugana Sushi. Kargish, ein Kugana auf der Ebene 27 des Sakura-Bezirks, würde gern mal einen Fisch aus den Seen im Präsidium probieren. Nach Fischen fragen. Jemanden auf dem Sakura-Markt finden, der mehr über die Seen im Präsidium weiß und ihn nach Fischen fragen. Gut, können wir ausprobieren. Ach, haben wir hier noch was? Mission? Nicht so, ne? Hab ich hier irgendwas vergessen? Ach, da. Normen, die besondere Zutaten. Stimmt, Zutaten abliefern, das machen wir. Haben wir jetzt erstmal das abgearbeitet. Gucken wir mal. Ich habe ihre Hand in meiner Tasche gespürt. Klar hast du das. Ich irgendwie glaube ich dem Volus gar nicht. Wir wurden eine Rückerstattung und... Was? Hören Sie. Ich habe lange für diese Rückerstattung kämpfen müssen. Es geht um einen Universalkonverter von Cision. Er hat gesagt, hier würde einer für mich bereit liegen. Haben Sie einen Serviceauftrag? Nein, ich habe die Erstattung bekommen und soll mir im Lagerhaus die umgetauschte Ware abholen. Tja. Tupari, jetzt auch erhältlich mit rechtsdrehenden Aminosäuren. Sie haben doch jetzt große Lust auf einen Tupari-Sporttrink, oder etwa nicht? Tupari, jetzt mit 10% echtem Tupu-Beerensaft. Ist ja ekelhaft. Ich habe gerade auf dem Bezirksmarkt mit ihm gesprochen. Er schickt mich. Kommen Sie schon. Wofür brauche ich denn einen Serviceauftrag? Bezirksmarkt? Und warum kommen Sie dann zu einem Lagerhaus des Sakura-Bezirks? Er sagte, es wäre keiner mehr vorrätig. Deshalb sollte ich hierher kommen. Von einem Serviceauftrag hat er nichts gesagt. Ohne Serviceauftrag kann ich Ihnen wirklich nicht helfen. Hast du dich verarschen lassen? Verarschen. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Hier steht, dass Nervenerweiterungen hin und wieder motorische Störungen als Nebenwirkung haben. Jake rennt so gerne. Was ist, wenn er dadurch umfällt? Jake geht es blenden. Ja. Er ist ein völlig gesundes Kind. Moment, das war doch bestimmt ein Trick. Er hat mich an den falschen Ort geschickt, nur um mich loszuwerden. Darüber weiß ich wirklich nichts. Ich versuche seit 2 Jahren diese Rückerstattung zu kriegen. Seit 2 Jahren. Ich werde jetzt nicht aufgeben. Ihr Leben wäre viel einfacher, wenn Sie Serviceaufträge und Quittungen aufheben würden. Ja, das ist immer noch der gleiche Typ, glaube ich. Wie damals im ersten Teil. Wer sind die? Ist ja gar nichts los. Lol. Geht's da rein? Nein. Okay. Mir wurden eine Rückab... Ich kannte mal einen Mann, der 3 Tage lang keinen... Sie wissen doch, wie Quarianer sind. Die nehmen alles mit. Rapid Transit. Kommen wir denn noch irgendwie anders woanders hin? Da waren wir gerade. Das ist der Laden. Rapid Transit.
Souvenirs, Rodam-Expeditionen. Kann ich mir irgendeinen Wegpunkt machen? Auch nicht, ne? Hier geht's irgendwie weiter, Sir, aber da sind wir hergekommen. Ich weiß nicht, ob wir da richtig gehen für...